zur diesjährigen letzten Fraktionssitzung vor dem letzten Plenum am 16. Dezember 2014. Es gibt eine Menge Themen, die wir ärgerlicherweise aufgrund aktueller Ereignisse innerhalb der Tagesordnungsgeschehen des Plenums auch ein bisschen taktisch im nicht öffentlichen Teil besprechen müssen. Da sind mehrere Aspekte und noch Entschließungsanträge, die damit reinspielen, auf die wir auch noch warten, nicht nur im Bereich des Haushalts, sondern halt auch in anderen Bereichen. Es gibt noch zusätzlich reingekommen einen Entschließungsantrag für einen der Tagesordnungspunkte, über den wir kurz sprechen müssen. Und offensichtlich gibt es dazu sogar noch mehrere. Aber deswegen wollte ich fragen, wir hatten vorgesehen, Strategieplenum, eine Abstimmung über nicht öffentlichen Teile in Top 1. Angesetzt sind 20 Minuten. Das Problem ist, wir haben um 13 Uhr eine Kommunalausschusssitzung. Das heißt, wir müssen heute sehr schnell und zügig durch die TO. Spricht sich jemand gegen diesen nicht öffentlichen Teil aus? Nicht? Gut, dann werden wir den so abhalten. Dann kommen wir ganz schnell zum Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und aufgrund der Betriebsversammlung gestern war das auch alles ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und da möchte ich jetzt ganz gerne direkt mal an Ingo übergeben, falls das schon möglich ist. Jawohl, ja. So, schönen guten Morgen. Wir kümmern uns in dieser Woche logischerweise schwerpunktmäßig um das bevorstehende Plenum. Die Themen aus unserer Plenarübersicht sind unsere heutigen, also von heute sind unsere Anträge, Wintermoratorium und der Boys Day. Morgen dann Haushalt und die entsprechenden PMs zum Wintermoratorium bzw. zum Abgeordnetengesetz. Ich rechne da mit einer entsprechenden medialen Aufmerksamkeit. Am Donnerstag werden wir logischerweise unseren Boys Day-Antrag begleiten, aber auch die G8, G9-Diskussion, weil auch da wird medial natürlich eine entsprechende Aufmerksamkeit da sein. Was das Streaming während der Plenartage angeht, so gibt es da eine kleine technische Herausforderung, wie wir in den letzten Tagen herausgefunden haben. Und zwar hat die Landtagsverwaltung den Anbieter gewechselt, mit dem live gestreamt wird aus diesem Haus. Also respektive, Sie haben jetzt einen, vorher haben Sie es ja selber gemacht, der allerdings sich im Moment nicht in der Lage sieht, uns die Mitschnitte als Download zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sie bieten ausschließlich an, die Mitschnitte auf der eigenen Homepage auf landtag.nrw.de zu veröffentlichen. Da haben wir gesagt, dann haben wir halt eben das Problem, dass wir die jetzt auch nicht weiterverwenden können. Wir sind da an einer kurzfristigen und an einer langfristigen Lösung dran. Die langfristige wird dann hoffentlich im Januar greifen. Die kurzfristige für dieses Plenum sieht so aus, dass wir selber zwar mitschneiden, aber das zeitverzögert ist, sodass wir am Mittwoch keine Videos online stellen können, sondern die einen Tag zeitversetzt. Das heißt, alle Reden, die am Mittwoch gehalten werden, können wir selber erst am Donnerstag online stellen und alle Donnerstagsreden dann halt eben erst am Freitag. Aber wir sind da mit dem PGF-Büro und Jaroslav sind wir da dran und der Landtagsverwaltung da dann entsprechend zu handeln. Das nächste Punkt, die Neujahrsgrüße. Grumpy hat euch gestern Abend noch eine Mail geschickt. Ich hoffe, ihr habt sie lesen können zwischenzeitlich. Wir wollen gleich nach der Pause entsprechend vorgehen. Ach so. Ja, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Pressestelle wird, wie auch in den letzten Jahren, zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Silvester nur telefonisch erreichbar sein. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es für uns keinen, also nicht unbedingt notwendig ist, zwischen Weihnachten und Silvester hier körperlich anwesend zu sein. Und von daher sind die Telefone umgestellt. Wir gucken in die E-Mails rein, wir beantworten die Anrufe. Sollte irgendwas brennen, sind wir also nach wie vor handlungsbereit. Logisch, bieten wir an, aber wir werden nicht hier sein. Das war's. Danke, Ingo. Dann würde ich ganz gern Harald fragen, ob er aus seinem Bereich etwas hat? Okay, dann kann ich noch kurz erweitern allgemein. Jetzt muss ich eben kurz das Pad aufmachen. Es gab natürlich etwas
Die Möglichkeit der Aktuellen Stunde. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, es wäre völlig egal gewesen, was für eine Form von Aktueller Stunde beantragt werden wird. Wurde vom Präsidium abgelehnt. Es gab Aktuelle Stunden von FDP und von Piraten. Unabhängig davon, welche Themen man gesetzt hätte. Denn die Begründung zu früh, zu spät, die man sonst aus dem Plenum kennt, zog an dieser Stelle halt auch durch Seiten des Präsidiums, was ich jetzt ein bisschen schade finde. Ich glaube, dass diese Zeit, die dadurch durch diese Ablehnung eingespart wurde, für andere Dinge verwendet werden wird, die noch nicht auf der offiziellen TO sind. Es gibt da zwei Punkte, wie gesagt, die wir im nicht öffentlichen Teil später werden diskutieren müssen. Sogar drei mittlerweile, wie mir gerade noch gesagt wurde. Dann hatten wir kurz wie gesagt, die Tagesordnung für heute vorbereitet. Da gab es keine großartigen Vorkommnisse. Und wir haben dann noch die Vorbereitung im Anschluss direkt gemacht für das RTL-Jahresinterview, was Joachim gestern gegeben hat, 2014, 2015, Weihnachten und was war das vierte? Entschuldigung. Ja, genau, unsere Wünsche an Frau Kraft, wunderbar. Seine. Ja, oder seine. Genau. Ich bin da selber mal sehr gespannt. Ich glaube, das war ziemlich gut. Und der Rest der Zeit war dann auch noch Vorbereitung für die Plenardebatte, die wir auch im Nicht-Öffentlichen gleich noch besprechen wollen. Gibt es dazu Rückfragen? Okay, wunderbar. Bin ich jetzt gerade sehr dankbar zeitlich für. Dann wären wir bei Top 2 durch und würden dann in Top 3 die Vorbereitung des kommenden Plenums gehen. Ich hoffe, ich habe das richtige Pad auf. Genau, ich würde sagen, wir gehen nur durch die Lücken. Es fängt an mit Haushalt. Die Redner Joachim Dietmar haben sich verständigt. Die Reden sind auch fertig. Ich gucke mal gerade, wo haben wir die ersten Lücken? Es gibt den Bereich Flüchtlingsaufnahmegesetz, was ärgerlicherweise unser Antrag ist in Verbindung damit. Da wird Frank entsprechend in der Flüchtlingsdebatte den Jahresabschluss abhalten. Schulrechtsänderungsgesetz. Warum ich jetzt ein paar Sekunden immer schnell länger gucke, ist, dass wir nämlich noch Entschließungsanträge haben. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist gesetzt. Grunderwerbsteuer Top 5 ist gesetzt. Dazu wird es einen Entschließungsantrag geben. Zu Top 5 wird es einen Entschließungsantrag geben, den wir dann gleich im Nicht-Öffentlichen nochmal besprechen und abstimmen werden. Dann kommt, wir können den ja auch sozusagen bis morgen noch als Umlauf laufen lassen. Dann kommt Top 6 ist gesetzt, Top 7, ich gucke gerade, Zustimmung ist da. Top 7, Gesetz Abschiebehaft, Überweisung, auch das ist gesetzt. Viertes Gesetz, zweites SGB, Olaf ist gerade nicht da, ist aber gesetzt, da will ich zum... Ach, da bist du ja, entschuldige Olaf. Ist aber auch... Verzeihung, ich bin bei 217 mittlerweile angekommen. Schulkosten, Altenpflege, Top 10, Zeile 237 ist noch unbesetzt. Genau. Top 10, Gesetz zur finanziellen Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflegerinnen. Da fehlt gerade im Beratungsverfahren. Da möchtest du auch noch einen Änderungsantrag zu einbringen. Solange der Änderungsantrag nicht steht, ist Ablehnung. Okay. Moment, bitte. So, dann wären wir bei
Top 11, gesetzliche Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Überweisung, erste Lesung. Ach, der steht auf Einbringung. Ah, okay, Verzeihung, das habe ich nicht gesehen. Das heißt, dann wird da ohne Debatte das nur erstmal eingebracht, wird dann in den Ausschüssen behandelt, dort diskutiert und dann im Plenum diskutiert. Das Gleiche gilt dann für Top 12, Top 13 gleichfalls, Top 14. Interessanterweise, also Top 14 ist Familie, Kinder, Jugend. Zeile 318, Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalens über die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten für Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz. Ist das Beratungsverfahren, aber läuft ohne Debatte. Okay. Ist Zustimmung. Ja, danke, Daniel. Dann kommen die erledigten Anträge, die Beschlüsse zur Petition. Kommen nicht mehr? Okay, Michel? Also ich sehe gerade, laut Neudruck ist Top 15 Abkommen über die Finanzierung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Das war vorher der letzte Top am nächsten Tag. Da habe ich halt eine Rede vorbereitet. Da habe ich halt eine Rede vorbereitet, weil wir das im Hauptausschuss hatten und das jetzt im Plenum ist. Ich wundere mich auch gerade, jetzt wo du das erwähnst. Ich finde uncool, dass er jetzt steht ohne Debatte. Das ist noch nie im Plenum gewesen. Ich weiß nicht, warum wir darüber nicht reden sollten. Moment. Gut, dann bitte merken und dann klären wir das gleich nochmal. Okay. Das steht in unserem Pad als allerletztes. Und es ist jetzt letzter Tagesordnung. Tiefer. Tiefer, tiefer. 16:15 Uhr. Ach, da unten. Da war ich doch noch gar nicht. Die haben das gerade umgestellt. Da habe ich gar keine Anfrage zu. Okay, ich kläre das gleich. Könnten wir dann eben weiter durchgehen. Dann wären wir nämlich bei Donnerstag, Unterrichtung der Landesregierung, Runder Tisch G8, G9. Auch da haben wir schon unsere Rednerin, in dem Fall Moni, aufgestellt, ist also gesetzt. So, aktuelle Stunde, Zeile 395 wurde abgelehnt. Zeile 410, mobiles Internet flächendeckend ausbauen. Antrag der CDU zur LTE-Versorgung. Da haben wir einen Entschließungsantrag, den Daniel vorbereitet hat, Daniel Schwert, und auch schon rumgeschickt hat gestern Abend. Vielleicht können wir den ganz entspannt nicht jetzt hier machen, sondern regulär als Umlauf. Ich finde den gut. Ich nehme den auch sofort an. Nur, dass wir die weil die Leute noch nicht dazu gekommen sind, den seit gestern Abend zu lesen. Das ist ähnlich wie bei den anderen. Wir können da reingucken. Ich finde, ja, es ist genau das gleiche Problem. Ich möchte vorschlagen, dass wir all diese Dinge, das ist kein Quatsch, wir können jetzt hier auch, Birgit, das ist kein Quatsch, wir können da hier jetzt auch das große Fass aufmachen, wenn dies gewünscht ist. Sollen wir jetzt den LTE-Versorgungsantrag diskutieren? Wer möchte das? Oder abstimmen? Sollen wir den direkt jetzt abstimmen? Auch uninformiert? Wieso uninformiert? Also, falls es Einzelne gibt, die den noch nicht gelesen haben sollten. Was ist das, Frank? Ist das die Abstimmung? Eine Wortmeldung. Frank, dann erteile ich dir hiermit das Wort. Dankeschön. Es gibt ja immer Gründe, warum kurzfristig, wie auch immer, halt gerade Entschließungsanträge und Änderungsanträge halt
kommen. Und ich glaube, die Sitzung heute, kurz vor dem Plenum, ist eigentlich dafür da, die anzusprechen. Das kann man machen, ich sage jetzt mal, öffentlich in Anführungsstrichen, also öffentlich, nicht in Anführungsstrichen, oder halt aus taktischen Gründen vielleicht auch im nicht öffentlichen Teil, wie auch immer. Auf jeden Fall sollte es die Möglichkeit geben, kurz für den Antragsteller den Antrag vorzustellen. Wenn sich dann ergibt, dass Menschen darüber noch nachdenken müssen, nicht abstimmen können oder so, dann kann man ja den Umlaufbeschluss machen. Aber ansonsten vielleicht der Einfachheit halber und der Schnelligkeit halber, wenn ein Einverständnis da ist und ein Verständnis da ist über das, worum es hier geht, kann man es eigentlich jetzt abstimmen, dann hat man Dinge aus den Füßen. Insofern würde ich für diesen Antrag auch durchaus anregen, dass Daniel zumindest, wenn er es jetzt machen möchte, 2-3 Minuten was dazu sagt und wir dann entscheiden, ob wir das jetzt abstimmen können oder nicht. Gut, dann folge ich diesem Vorschlag. Daniel, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank. Die CDU hat einen Antrag eingereicht, Geld dafür bereitzustellen für eine Art Pilotprojekt, wonach Straßenlaternen, die jetzt sowieso mit LED-Technik ausgerüstet werden sollen, gleichzeitig so eine Art Mobilfunkmastvorbereitung bekommen sollen. Die beziehen sich darauf auf ein, ja, auf ein neues Produkt, was also vorgestellt worden ist Anfang des Jahres von Philips und Ericsson, die also da aktiv sind in dem Bereich. Und sie fordern also von der Landesregierung ein Förderprogramm aufzusetzen, dass also ein solches Pilotprojekt quasi möglichst schnell in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Idee ist eigentlich ja gar nicht verkehrt, finde ich. Allerdings haben die das in ihrem Begleittext, Begründungstext wieder so angefüllt mit dem üblichen Wachstum. Bayern ist ja schon viel weiter, Wirtschaftshemmnis, NRW und so weiter. Diese Art lehnen wir ja ab. Und das Zweite ist, einfach nur in einem Beschlussteil zu sagen, wir schmeißen da jetzt Geld drauf, ist vielleicht ein bisschen wenig, sondern so ein Projekt muss ja auch irgendeiner durchführen. Das heißt, man braucht eine Kommune, man braucht einen Technologiepartner, man braucht ein Telekommunikationsunternehmen. Und deswegen haben wir jetzt einen Entschließungsantrag gemacht, der also dieses ganze Geraffel, dieses ganze CDU-Textbaustein-Geraffel wegnimmt, sich nur auf, ja, ich sag mal, den Begründungsteil, den tatsächlichen Begründungsteil konzentriert und den Forderungsteil eben auch klar aufstellt. Erstens, die Landesregierung soll eben hingehen und sich die Technologiepartner zusammensammeln und die Kommune und den, ne, und ein entsprechendes Projekt tatsächlich aufsetzen und das dann mit Geld ausstatten. Aber darüber hinaus, das ist ja jetzt nur ein Beispiel von innovativer Breitbandtechnik, wir sollen noch weitere Techniken, die sich für solche Pilotprojekte eignen, identifizieren. Dafür haben Sie ja groß angekündigt, diesen runden Tisch Breitband. Sollen Sie den gefälligst dafür nutzen? Das ist, das ist die Forderung, die wir da aufgestellt haben. Und dann noch so als kleines Bonbon habe ich so eine Berichtspflicht des Breitbands, des runden Tisch Breitbands eingebaut als Forderung. That's it. Danke, Daniel. Ich sehe Redebedarf in Form von, jetzt habe ich aber nicht gesehen, wer schneller war. Lukas. Alter für Schönheit. Lukas, bitte. Ich bin jetzt nicht so drin. Also für mich klingt dieser CDU-Antrag so ein bisschen nach Wirtschaftsförderung von einem bestimmten Unternehmen, weil es scheinbar wirklich nur dieses eine Unternehmen gibt, die das bisher anbietet. Insofern finde ich ein Aufbohren des Ganzen ganz, ganz gut und man, dass man dort halt eben nach anderen Partnern, Unternehmen und Möglichkeiten sucht. Was mir da so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich LTE und alle funkbasierten Lösungen sind ja kein Ersatz, keine Alternative zu Breitband. Breitband bedeutet Kabel in die Erde. Und vielleicht gelingt es dir noch mit ein oder zwei Sätzen, das noch zu ergänzen und das noch wirklich zu zementieren, weil das sollte unsere Aufgabe eigentlich dann auch hier im Landtag sein, diese Forderung immer und immer wieder zu stellen, dass Breitbandausbau bedeutet, dass gebuddelt wird, weil du hast halt immer wieder auf dieser Ebene ja diese Diskussion, wir machen alles mit LTE und alles im Breitband versorgt. Ne? Und das sind ja nicht unsere Ansprüche, vielleicht nur so als Anregung. Der Text geht schon ziemlich eindeutig darauf ab, dass es hier um den Ausbau vom mobilen Internet geht und nicht etwa von Ersatz für Breitband. Also das steht im Beschreibungstext auch so drin, die Bedeutung eben für mobiles Internet. Dass das kein Ersatz für einen Breitbandausbau ist, ist, denke ich, klar. Da kann man auch in der Rede sicher nochmal, oder da werde ich in der Rede auch nochmal eingehen, dass das ihr Glasfaserausbau nicht ersetzt. Danke, Frank.
Ja, würde ich dich inhaltlich unterstützen, Lukas, wobei der Antrag hier geht ja tatsächlich nur um einen Test. Das heißt, da kann man, also es geht nicht um die Debatte Breitband grundsätzlich, Breitband ersetzen durch LTE. Ich habe mich gewundert, dass die CDU so einen Antrag stellt, das, also bin ich auch direkt darauf aufmerksam geworden und habe dann aber auch beim Überfliegen gesehen, was da die Ausrichtung ist. Insofern sehr gut, dass, dass das ganze Geraffel da, das ganze EU und Förderkram und so weiter, dass da Sachen rausgeflogen sind, dass die Essenz quasi übrig geblieben ist, sich mit dieser Laterne zu beschäftigen. Das wär allerdings zu wenig gewesen. Das ist ja der Kern des CDU-Antrags in der Forderung. Da habe ich jetzt nicht mehr prüfen können, ob, also wie die Beziehungen sind des Herstellers zu politischen Parteien. Dahingestellt kann das bleiben, weil das Gute an dem Entschließungsantrag hier finde ich, dass das halt, dass der sich wieder öffnet, dass er andere Techniken einbezieht und dass er eine Berichtspflicht einführt. Insofern würde ich sagen, auf jeden Fall unterstützen. Und das ist, wenn man zwischen den beiden Anträgen zu wählen hat, auf jeden Fall die bessere Variante zu dem Thema. Creon. Eine grundsätzliche Frage, die ich mir stelle dabei, also das hindert mich nicht daran, deinem Entschließungsantrag zuzustellen, weil der Fehler liegt ja schon im CDU-Antrag ist, wozu eigentlich, wenn das Ding sich doch irgendwie von selbst finanziert und man durch die wie geringen Stromkosten und weil man jetzt LTE hat, überhaupt das Ding ja fast eine Goldgrube ist, um eine Laterne aufzustellen, jedenfalls wenn man sich das durchliest, warum man denn dann überhaupt noch eine Förderung braucht. Im Wesentlichen sehe ich dann eher irgendwie, der Gesetzgeber soll sich mal, also wir, sollen sich mal damit beschäftigen, denn womöglich gibt es ja auch noch Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, damit das überhaupt möglich ist oder sowas, fände ich dann in dem Sinne viel wichtiger. Und ich möchte Lukas zustimmen, ich finde auch mal doof, wenn man nur einen bestimmten Anbieter da einbezieht. Ich glaube, wenn ich den Entschließungsantrag sehe, so offen wie der geschrieben ist, dass der das mit einbezieht, aber als Hinweis oder als Frage, die mir offen bleibt und mir vielleicht eine Rede verwenden kann. Okay, kommen wir dann zur Abstimmung. Möchten wir diesen Entschließungsantrag so oder eventuell mit einer zusätzlichen Satzänderung annehmen, der möge jetzt bitte das per Handsignal signalisieren oder per Handzeichen signalisieren. Das ist einstimmig, von daher vielen Dank. Jetzt muss ich gerade schnell wieder durch die Pads springen. Das war Zeile 410, mobiles Internet flächendeckend ausbauen. Genau. Dann kommen Zeile 432, Jung fit für die Zukunft ist gesetzt. Gesetzesänderung ist Baugesetzbuch, ist gesetzt. Werra und Weser ist gesetzt. So, dann haben wir nochmal das mit dem, worüber wir gesprochen haben, gerade eben, was Michelle angesprochen hatte, mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Da werde ich gleich mal mich nochmal mit auseinandersetzen müssen. Da scheint etwas nicht nach unseren Wünschen gelaufen zu sein oder etwas geändert worden zu sein. Werde ich mich gleich im Anschluss an diese Sitzung direkt mit beschäftigen. Okay. Fertig. Damit sind wir für die reguläre Plenartagsrunde durch. Dann sind wir mit Top 3 soweit durch. Ja, jetzt gibt es eine kurze Einwurf-Wortmeldung von Danebot zu Top 3. Ja, den Donnerstag, den Tagesordnungspunkt 5, der ist mir jetzt irgendwie durchgegangen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man noch einen Änderungsantrag macht, dass man nämlich den einen Absatz in diesem Antrag von SPD und Grünen rausnimmt. Entschuldige, du bist jetzt gerade bei der Grunderwerbsteuer, Top 5? Nein, 5 am Donnerstag. Hast du Donnerstag, Verzeihung.
Der Rote da. Ja, die CDU sitzt voll auf. Ah, Werra und Weserversalzung. Okay, Zeile 470. Nochmal ganz kurz gucken. Und ich will mal gucken, was die CDU macht. Und dann vielleicht auf den Antrag mit drauf. Die wollen nämlich auch diese Pipeline offensichtlich nicht haben. Okay, dann würde ich doch vorschlagen. Und es ist gerade eben noch eine neue Info reingekommen vom Ministerium zu der Thematik um 9:30. Die habe ich noch nicht lesen können, großartig. Wir haben hier ja auch gerade Informationen auch noch von außen gekriegt in einem anderen Zusammenhang. Marit und. Ja, dann autorisieren wir doch am besten Danebot, ja, damit da frei zu entscheiden, ob wir auf den Antrag mit draufgehen oder nicht. Ich denke, dass du das in Entsprechung unserer Auffassung tun wirst oder lassen wirst, je nachdem. Wenn Danebot das wünscht, dann würde ich jetzt ganz bewusst fragen, geben wir Danebot zur Erstellung eines solchen Änderungsantrags freie Hand. Der möge dies bitte gerade eben per Handsignal anzeigen. Hallo. Dann, wenn du selber die Hand. Nee, Michelle ist auch gibt dafür. Gibt es. Doch. Ist jetzt die Frage, okay. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Es gibt bei einer Enthaltung. Danebot, du hast in der Hinsicht die Möglichkeit, alle Möglichkeiten. Okay. Top 3 sind wir damit durch. Top 4 Umlaufbeschlüsse lagen keine vor. Das sieht sehr gut aus. Top 5. Vergangene Woche tagte der Ausschuss für Europa und eine Welt des Landtags NRW in Brüssel. Und trotz der großen Haushaltsdebatte möchten wir da ganz gerne kurz wissen, was dort passiert ist. Und von daher in freier Auswahl Nico oder Joachim mit einem Kurzbericht aus Brüssel vielleicht, wie es war. Ja, wenn das okay ist, dann kann ich gerne kurz berichten. Gut war es natürlich. Wir haben uns drei Stationen quasi gehabt. Wir haben uns einmal den Ausschuss der Regionen angeschaut. Den kennen viele gar nicht. Ist quasi so eine Art Regionalvertretungsparlament, wo hier auch vom Landtag ein ordentliches Mitglied gestellt wird. Der hat so 350 Mitglieder und war mal als dritte Kammer gedacht neben dem EU-Parlament. Und die kämpfen so ein bisschen damit, dass sie nicht wirklich wahrgenommen werden, hatten jetzt aber kurzfristig Aufmerksamkeit bekommen, weil die Besetzung geändert werden sollte und Luxemburg sich quergestellt hatte und die EU vor dem Problem stand, wenn da jetzt kurzfristig keine Lösung zustande gekommen wäre, dass dann sämtliche Gesetzgebung in vielen Bereichen blockiert werden können. Und dann hat man sich wieder auf so einen schönen Brüssel- oder unschönen Brüssel-Kompromiss dann geeinigt. Sowas erfährt man dann da im Gespräch mit dem Generalsekretär, war also durchaus interessant. Wir waren in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei der EU, haben da mit dem Botschafter gesprochen, Silberberg, und haben uns berichten lassen, wie jetzt gerade die Verhandlungen gelaufen sind mit Großbritannien, wie das mit dem Haushalt 2015 gelaufen ist. Dass es da durchaus erhebliche atmosphärische Störungen gibt mit den Briten, und haben da über die innenpolitische Probleme gesprochen, die mit UKIP haben, was natürlich auch für Cameron ein erhebliches Problem darstellt. Wir haben uns beim Abendessen mit verschiedenen anderen Parlamentariern noch ausgetauscht, aus dem EU-Parlament und aus dem Bundestag, Gesundheit. Und haben am darauffolgenden Tag eine auswärtige Ausschusssitzung gehabt, wo wir drei sehr interessante Themenslots hatten. Einmal zu TTIP, dann zur Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU und dann noch diskutiert haben in einem dritten Teil zum Zukunftsfähigkeit oder zum möglichen Zukunftsszenarien für die EU mit einem Berater vom
European Policy Center. Interessant war die Aussagen von dem Kommissionsvertreter zu TTIP, der koordiniert die Verhandlungen für die EU. Und da konnten wir daraus entnehmen, dass der Abschluss von TTIP jetzt nicht unmittelbar bevorsteht. Er konnte aber auch kein konkretes Abschlussdatum nennen, natürlich, hat aber darauf hingewiesen, dass da so ein gewisser natürlicher Zeitdruck entsteht, dadurch, dass die US-Präsidentschaft 2017 auch endet und dann damit zu rechnen ist, dass 2016 womöglich ein Abschluss gewollt ist, um dann sozusagen irgendwas vorweisen zu können als Erfolg, auch als durchaus persönlichen Erfolg dann des Handelsministers. Das Thema insgesamt, weil TTIP uns ja natürlich mit am meisten bewegt, was so an europäischer Politik geht, war es dann auch interessant zu hören, wie jetzt die mitzunehmen aus dem Gespräch, wie so die Kommunikationsstrategie jetzt angegangen wird. Also man merkt schon, dass die bemühter sind, die Leute nicht vor den Kopf zu stoßen mit ihrer Informationspolitik, sondern jetzt zumindest so zu tun, dass sie offener sind. Also ob das tatsächlich der Fall ist, müssen wir mal abwarten, aber die neue Kommissarin bemüht sich da doch mehr als Herr de Gucht darum, nicht schon von vornherein die Leute abzuschrecken, allein dadurch, dass man sagt, hier, wir geben nichts raus und ihr erfahrt nichts, sondern zumindest so, ich sag mal, den Anschein zu erwecken. Also da müssen wir jetzt genau hinschauen. Per se wäre es natürlich gut, wenn da mehr passiert. Angeblich sind jetzt alle Dokumente veröffentlicht, zumindest in englischer Sprache. Die entsprechende TTIP-Seite ist auch relativ gut auffindbar bei der Kommission. Also da kann man sich nochmal informieren und gucken. Interessant aus Landessicht speziell ist die Aussage oder das Diskussionsergebnis gewesen, dass die Kommission sich wohl davon verabschiedet, dass es kein gemischtes Abkommen ist. Also das ist die Kompetenzfrage. Ein reines Handelsabkommen wäre rein Sache der EU-Kommission und läge in deren Handlungsmandat. Handelt sich um ein gemischtes Abkommen, wo auch noch andere Teile mitverhandelt werden, sind dann sozusagen die Mitgliedstaaten dann nochmal in den Prozess mit einzubeziehen. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass man darauf geht, dass es halt ein gemischtes Abkommen tatsächlich ist, um da auch die Widerstände im Vorfeld schon mal zu reduzieren. Also insgesamt wird, glaube ich, im Moment versucht, einen etwas smarteren Kurs zu fahren. Was dann davon letztlich tatsächlich eintritt und wie es dann letztlich läuft, müssen wir halt genau schauen. Aber im Moment ist man, glaube ich, bemüht, das alles so ein bisschen runterzukochen, weil man merkt, man hat da doch erhebliche Widerstände, die man überwinden muss. Migrations- und Flüchtlingspolitik war eigentlich ein Heimspiel für uns. Die Referentin aus der Landesvertretung hat da wunderbar, also in Anführungszeichen, wunderbar referiert und wir konnten da eigentlich die ganze Zeit nur auch nicken, was halt die Einstellung von Mare Nostrum angeht, dass die Italiener bislang gefahren haben, wo ich weiß nicht, wie viele Tausende Menschen aus dem Meer gezogen wurden. Das wird jetzt aus finanziellen Gründen eingestellt. Die Italiener sagen, machen wir nicht mehr. Das Nachfolgeprojekt hat ein viel kleineres Ausmaß, ist überhaupt nicht geeignet. Triton ist überhaupt nicht geeignet, im gleichen Maße zu wirken. Also vier Schiffe waren das, glaube ich. Ne? Vier Helikopter. Zwei Beiboote und ein Helikopter. Also absoluter Quatsch. Wird halt zu einer weiteren Dramatisierung der Lage im Mittelmeerraum beitragen. Mögliche Folge ist, man kriegt dann auch nicht mehr so viel davon mit. Keine Ahnung. Also ist jedenfalls relativ deprimierend. Und dann noch recht interessant dann zum Abschluss die Diskussion über Zukunftsfähigkeit oder Zukunftsentwicklungen, wie entwickelt sich die EU weiter, wurde halt von allen Seiten konstatiert, dass die EU in einer Krise ist, die sich aus verschiedenen Krisen zusammensetzt und so ein bisschen diese Win-Win-Situationen verloren gehen, sondern sich die Mitgliedstaaten immer mehr gegeneinander
Ausspielen und so das verbindende Element fehlt, wobei dann von diesem Berater die Idee genannt wurde, doch eine Energieunion zu initiieren. So, das war, glaube ich, so ein schnell Parfums durch unsere zwei Tage. Wir haben da nochmal auf unseren Antrag zur Europäischen Arbeitslosenversicherung als Add-on hingewiesen. Ich habe dazu eine Frage gestellt und interessant für uns war jetzt erstmal zu erfahren, ja, die EU hat einen Denktank, da wird offensichtlich auch nachgedacht. Und was solche, die nennen das die Caring Dimension für die europäischen Bürger, was solche soziale, politische Maßnahmen angeht, erkennt man wohl mittlerweile zumindest innerhalb dieses Denktanks an, dass das eine wichtige Säule in Zukunft für die Europäische Union sein könnte. Aber man ist sich da über die Konzepte, wie das zu fahren ist, überhaupt noch nicht einig. Wichtig für uns ist nur die Info, dass dort diskutiert wird. Ja, vielen Dank, Nico und Joachim, für euren Bericht. Und der Frank hat sofort mal eine Nachfrage. Genau. Zum einen zur Flüchtlingsthematik. Ich meine, es ist ja schön, dass das geschildert wurde, wie die Auswirkungen sind. Gab es jetzt, war jetzt irgendwie zu erkennen, ob sich die EU oder ob sich bestimmte Kräfte wieder für eine Veränderung einsetzen oder war es das jetzt? Also Hintergrund ist ja, dass letztlich eine Umkehr stattgefunden hat. Man guckt jetzt nur noch, was innerhalb der 25-Meilen-Zone passiert. Deswegen auch die kleinere Besetzung. Was außerhalb, wer außerhalb absäuft, ist egal. Und es stehen über 100.000 Leute auf der nordafrikanischen Seite und wollen rüber. Und werden das versuchen. Guckt man da jetzt nicht mehr hin? War es das jetzt im Moment oder gibt es da konkrete Aktivitäten? Wurde darüber gesprochen oder wurde praktisch nur das Programm vorgestellt? Das wäre eine Frage, also das Programm Triton. Die andere Frage, die ganzen Sachen zu TTIP, war auch CETA ein Thema zum Stand des Verfahrens, weil CETA ist ja eigentlich weiterentwickelt, im Prinzip fertig, steht zur weiteren Umsetzung und Abstimmung an und ist auch wesentlich geschlossener. Das heißt also nicht mehr, soll ich mal sagen, da können keine Teile rausgelöst werden, so wie bei TTIP möglicherweise. Sprich, ist auch bei CETA irgendwie in Aussicht gestellt, dass für die Abstimmung eine Öffnung stattfindet, hin, dass auch die Mitgliedsländer noch abstimmen können, respektive dann natürlich auch die Bundesländer, oder war das einfach gar kein Thema? Naja, CETA war schon kurz Thema. Es wurde darauf hingewiesen, dass halt CETA und TTIP nicht vergleichbar seien, weil TTIP viel weitreichender ist. Und es wurde auch klar gemacht, dass CETA nicht mehr irgendwie aufgeschnürt würde. Also da sind jetzt alle dabei, dass das durchläuft. Und wurde aber halt darauf hingewiesen, damit ist dann noch nicht auch über TTIP entschieden, weil das halt eine andere Nummer ist, viel weitreichender. Und das war aber so die wesentliche Quintessenz. Hauptthema der Veranstaltung war TTIP, weil eben der Koordinator für TTIP da war und nicht von CETA. Also das Hauptaugenmerk lag eben auf TTIP. Joachim. Zweiten Frage zum Thema Flüchtlingsproblematik. Also das ist macht ja nichts, Nico, kann ich ja machen. Das ist wirklich unsere große Sorge. Also Nico hat es ja eben schon gesagt, was jetzt die Ausstattung der, ich sag mal, Meeresüberwachung in Zukunft über Triton angeht, das wird unzureichend sein. Und ich glaube, auch dort geht man sehenden Auges in die Katastrophe. Ohne jetzt davon abzulenken, möchte ich noch was anderes positiv hervorheben. Es wurde seitens der Vortragenden kritisiert, dass bei uns die Asylaufnahmeverfahren zu lange dauern. Und es wurde auch statistisch der erwiesene Nachweis erbracht, dass Flüchtlinge gut sind, sag mal, für die Wirtschaft, weil sie relativ schnell in Arbeit kommen und in die Sozialsysteme tatsächlich einzahlen. Da wurden dann auch tatsächlich Kurven vorgelegt. Also das war schon was ist? Wir waren in Brüssel. Wurde ja auch kritisiert, dass die Verfahren zu lange dauern. Okay, dann habe ich an
Wortmeldung gerade noch Stefan und Frank. Stefan? So, meine Frage ist, wurde mal das geplante TISA-Abkommen angesprochen? Weil bei TISA ist es ja so, also wenn es in den Zuständigkeitsbereich der EU fällt, weil es zum Beispiel, es geht ja um Dienstleistung, da weil es zum Beispiel auch als Handelsabkommen gezählt wird, verstoßen meiner Meinung nach die Verhandlungen gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also auch ein Teil des Lissabon-Abkommens, ist in dem ja verlangt wird, unter anderem, dass das Europäische Parlament regelmäßig über solche Vertragsverhandlungen zu informieren ist. Das betrifft im Übrigen auch TTIP und CETA. Das steht da also drin in dem Vertrag. Und schon bei TTIP beschwert sich ja sogar der vom Parlament berufene Berichterstatter, dass er nicht an alles rankommt oder nur in so einem Geheimraum lesen darf und man ist geschwärzt. Und bei CETA erfährt das, bei TISA erfährt das Parlament ja nur anscheinend überhaupt nichts. Nee. So, um auf den Kern der Frage zu antworten, nein, war nicht Gegenstand der Debatte, der Gespräche. Ja, weiß nicht, wie können deine Anregungen da nochmal aufnehmen, aber gesprochen darüber, debattiert über die Informationspolitik bei TISA wurde nicht. Okay, Frank? Ich meine, kurz zum Arbeitsverbot, das ist sicherlich richtig, dass wenn die früher arbeiten können, dass es noch mehr positive Effekte gäbe. Aber nochmal zu CETA und TTIP, das ist jetzt hier nicht die Runde, das durchzudiskutieren, nur vom Verständnis, was du gerade gesagt hast, also wurde tatsächlich gesagt, CETA machen wir nichts mehr, das läuft jetzt durch. Weil die schlechten Sachen von TTIP sind alle in CETA drin. Der Unterschied ist hauptsächlich, es betrifft Kanada und nicht USA. Aber wenn CETA einfach durchläuft, wäre das ziemlich böse eigentlich. Also war das so konkret gesagt worden, dass dass praktisch nichts mehr passiert, dass man erwartet, dass es einfach auch von der Kommission, dann nehme ich an, abgestimmt wird. Ohne Öffnung, ohne Beteiligung der Mitgliedsländer. Joachim, korrigiere mich, wenn ich da jetzt einen falschen Eindruck vermittelt habe, aber so wie dort diskutiert wurde, macht er das schon den Eindruck, dass man da jetzt nicht mehr dran gehen wollte. Also nicht, dass wir jetzt da nichts dran machen wollen, ne? Also bitte jetzt nicht missverstehen. Also ja, unsere Kritik gilt natürlich nach wie vor, haben wir auch im Rahmen von TTIP gleichermaßen geäußert. Aber so von der Kommissionsseite her machte das so den Eindruck, dass die da jetzt voran machen wollen. Dann habe ich noch den Joachim. Ja, vielleicht noch was zur Verfahrensweise. Also es war schon auffällig, dieser Verhandlungskoordinator der Kommission ist natürlich da auch, ich sag mal, mit allen Wassern gewaschen und hat getreu dem Motto mit uns gesprochen, je mehr ich rede, umso weniger haben die anderen Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das war schon deutlich, dass er einen breiten Raum eingenommen hat. Und er hat also tatsächlich mal wirklich mit Engelszungen auf die Ausschussmitglieder eingeredet, was natürlich nicht dazu geführt hat, dass kritische Fragen verhindert wurden, im Gegenteil. Er hat dann aber noch mal explizit gesagt, er erwartet im Umgang mit TTIP Fairness. Und die kann man ihm dann so, haha, kann man ihm dann insoweit garantieren. Insbesondere Gegenstand war tatsächlich noch dieser, wo dann auch kritische Nachfragen kamen, eigentlich seitens aller Fraktionen, mit Ausnahme der FDP, diese Schiedsgerichtsgeschichten, wie das abzulaufen hat, über staatliches Blablabla und so weiter. Und da wurde von ihm dann auch gesagt, das wird alles veröffentlicht werden, und zwar bevor es in der Union zur Abstimmung kommt. Einige Sachen, der aktuelle Verhandlungsstand ist ja gerade schon veröffentlicht worden. Der Nico hat ja gesagt, die Seiten sind auch ganz gut aufzufinden. Das muss man sich also wirklich sehr genau ansehen, um da auch weiter Anträge für uns jetzt hier im Landtag daraus ableiten zu können. Okay,
Ich habe keine weiteren Wortmeldungen, daher habe ich mich gerade selber noch mal schnell draufgesetzt. Abschließend genau zu dem Thema, nämlich ich möchte nur daran erinnern, wir hier im Landtag hatten ja immer wieder das Thema auch schon angeschoben gehabt, auch im Plenum. Ich verweise hier noch mal gerne auf die Protokolle des Landtags, in denen es dann halt auch heißt, bei CETA ist ja alles nicht so eilig. Wir warten erstmal auf die deutschen Übersetzungen, bis die dann da sind, dann können wir da noch mal drüber reden. Von daher, das ist genau diese Blend- und Nebelkerzenpolitik, die hier gerne betrieben wird. Und es ist ja nichts bewiesen. Denn, genau, es ist ja auch noch nichts bewiesen. Und genau so funktioniert das nämlich. Es wird dann auch hier ganz bewusst im Plenum, werden unsere Anträge dann entsprechend nicht nur nicht gutiert, sondern halt ganz einfach, ja, für schwachsinnig erklärt. Wie dann die Praxis aussieht, erfährt man dann nämlich genau, wenn man sich dann mal in Brüssel mit den Leuten unterhält. Und so wird dann halt hier Politik von Seiten der anderen Parteien gemacht. Daher bin ich für solche Protokollierungen auch immer sehr dankbar, wenigstens für die Nachwelt. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Bericht aus Brüssel durch. Ich würde nach dem Blick auf die Uhr und den Dingen, die wir noch haben, Top 6 gerne schieben. Ich gucke in die Richtung der hauptsächlich organisierenden Moni. Top 6 wäre Themenmumble-Ideen 2015. Okay, Moni? Wir brauchen den in diesem Moment, glaube ich, gar nicht besprechen. Also es gibt ja viele Vorschläge. Wer weiß, was aktuell ist Anfang Januar. Es könnte ein völlig anderes Thema sein. Also insofern bin ich da ganz frei. Gegen die ISIS. Gut, wir können es ja trotzdem nochmal schieben. Wir schauen ganz einfach, der nächste Themenmumble-Termin ist wieder vor der nächsten regulären Landesvorstandssitzung NRW. Das können wir hier schon mal ankündigen. Das ist der 8.1.2015. Bitte? Ich melde mich dann einfach vorher, halt schon mal ein paar Tage vorher bei euch, ob jemand was hat und kläre das dann. Ich denke, das kriegen wir hin und wir kriegen das auch angekündigt und sauber beworben. Top 7 Sonstiges hatten wir jetzt nichts aufgenommen. Liegt vielleicht mit an den ganzen Haushaltsdebatten. Olaf. So, jetzt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, als es um den Top vom Plenum ging, hier Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Da habe ich einen Änderungsantrag, beziehungsweise zwei, jetzt hier rumgegeben. Wir haben uns gestern im AK1 mehrheitlich darauf geeinigt, dass wir den Antrag mit den 540 Euro besser finden als den Antrag mit den 360 Euro. Ich habe jetzt erstmal beide Anträge rumgegeben. Ich kann auch ganz kurz sagen, was für was spricht. 540 ist einfach die ehrliche Zahl. 540 ist das, was für Krankenpfleger ausgegeben wird. Das bekommt eine Krankenpflegeschule pro Schüler pro Monat. Und eine Altenpflegeschule bekommt 280 Euro derzeit. Als freiwillige Leistung. Das soll jetzt nächstes Jahr festgeschrieben werden, dass das eine Pflichtleistung des Landes wird, aber eben auch mit den 280 Euro festgeschrieben werden. Und das ist definitiv zu viel. Und jetzt kann man ganz natürlich sagen, ist eine gleichwertige Ausbildung. Die Qualifikation muss gleich sein, also sollte man auch das gleiche Geld ausgeben. Allerdings haben alle Sachverständigen 360 Euro gefordert. Das muss man so dazu sagen, wobei ich diese 360 Euro schon als Kompromiss verstanden habe, weil von Ihnen ist ganz klar gesagt worden, dass Sie damit auch keine gute Qualität liefern können. Es gab mal Strukturrichtlinien für diese Schulen, die wurden außer Kraft gesetzt, als die auf 280 Euro runtergesetzt worden sind. Und was Sie mit diesen 360 Euro erreichen könnten, wäre genau die Qualität von vor 7 Jahren
mit 280 Euro, die sie damals mit 280 Euro hatten, die könnten sie heute dann mit 360 Euro bieten. Ist aber immer noch völlig indiskutabel. Jetzt kann man sich fragen, ob man sich diesen Kompromissvorschlag anschließt oder ob man eher sagt, diese 540 Euro. Wir haben uns für die 540 Euro, und die würde ich auch als erstes zur Abstimmung stellen wollen, für die 540 Euro entschieden, weil das einfach ehrlicher ist. Und wir damit auch ganz klar machen, für uns sind diese beiden Ausbildungen gleichwertig. Und deswegen bitte ich um Zustimmung, dass wir diesen Antrag so einreichen. Dann habe ich dazu Wortmeldung. Michelle? Ich glaube nicht, dass wir in dem Bereich irgendwelche Kompromissdinger anbieten müssen. Das wird eh abgelehnt. Also können wir auch die ehrliche Zahl sagen. Genau, das ist halt auch die Meinung des AK gewesen. Und von daher... Genau, ach, das steht ja sogar schon. Wer ist für die Einreichung dieses Änderungsantrags mit 540 Euro als vorgegebene Summe? Das war einstimmig, da möchte ich mich... Oh, doch. Ich meinte, Tosos Hand gesehen zu haben. Toso war okay. Vielen Dank für die Bestätigung. Dann war das einstimmig. Gibt es einen weiteren Wunsch? Dann würden wir den öffentlichen Teil um 11.05 Uhr beenden. Ich möchte mich für dieses Jahr ganz herzlich an die große Runde und auch bei allen Zuschauern und Nutzern des Streams und der Videos bedanken. Wir sehen uns erst Anfang 2015 wieder. Von daher wünsche ich hier jetzt sitzungsleitend ganz kurz ein faules Fest jeglicher Form und entspannende Tage. Und ansonsten bereiten wir dann nämlich andere Dinge vor. Und bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao.